Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Railroad Video. Wir schauen uns wieder eine Karte aus dem Workshop an, und zwar ist es Exeter. Und wir sind hier in Exeter St. Davids inklusive der Umgebung. Ja, mal schauen, was wir hier so alles machen müssen. Das erste, was wir mal tun werden, ist erstmal die Musik anzumachen. Wunderbar. Und dann haben wir hier auch schon den ersten Zug. Wir gehen auf Play, 7:54 Uhr. 2R51 auf Gleis 2 und möchte dann nach Exeter St. Davids. Gleis 1. Ja, mittlerweile sind ein paar Updates rausgekommen. Da sind ein paar neue Dinge dazu gekommen, wie das da. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das sein soll. Ich habe mir ehrlich gesagt den Changelog nicht angesehen. Ich habe nur gesehen, dass Update 12, glaube ich, ist es. Da soll nur die komplette UI angepasst werden. Da machen sie aber recht viel jetzt gerade mit dem Spiel. Ich weiß nicht, ob das so eine Art SPL-Sperre oder sowas ist. Oder für Gegengleis. Muss man das echt mal anschauen, was das ist. Aber von der Automation her geht auch anscheinend jetzt schon viel mehr. Spannend. So, du bleibst da eine Minute stehen. Ja, dann werde ich aber vorspulen. Machen wir mal fünffach. Wunderbar. Fährt rein in diese SPL da. Weg ist er. Dann kommt schon der nächste. Gleis 2. Möchte dann auf Gleis 4. So, dann hätten wir das vorprogrammiert. 120, so wie es aussieht da auf dieser Strecke. Du fährst dann nach Central 3. Das ist hier unten. So. Was? Moment. Dieser Zug. Ich möchte auf Central 2. Da sind auch diese komischen Dinger. So, was ich lasse den jetzt da mal kurz einfahren. Oder sollen das wie so Vorsignale sein? Ist das ein einzelner SPL-Block? Ja. Okay, du fährst auf die 2, dann 3 hier und dann noch da hinten. Dein Fahrplan war komisch. Du fährst auf die 3, dann auf die 2 und dann auf die 3. Ach, und deswegen die Gleise hier. Okay, das ist cool. Sprich, dann lassen wir auf die 3 einfahren, dann fährt er da nach hinten. Und dann auf die 2 runter. Das ist cool. Ja, dann. Einmal hier rein. Und dann kannst du hier nach oben fahren. Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen denen und denen? Naja. So, du möchtest auf die 3, kannst du haben. Ja, dann mal 5, würde ich sagen. Ja, der fährt 160. Also der kann jetzt nur 120, so wie es aussieht. Und der nächste von da. Er will nach Delish-Varin auf die 2. Wieso? Ach, so ist es wie Richtungssperre. Da rein kann ich gar nicht. Schlau. So, du bitte auf die 2. Wo willst du eigentlich hin? Newton Abbott 2. Alles klar. Bleibst noch 5 Minuten stehen.
Ja, gut. Ich gebe dir das schon mal. Fürs Erste. Der ist jetzt auch unterwegs. Und der fährt ab. Taunton 5 fährt nach oben. Cool. Das finde ich auch ganz cool, dass man jetzt da beim Zielbahnhof dieses Symbol hat. Und da wird dann gleich der Zug angezeigt, der als Erstes hier reinfahren soll. So, 5 Minuten bleibst du stehen, okay. Kollege, du fährst dann auf Gleis. Wieso fährst du auf Gleis 1? Dann fährst du nach James Park. Ach, der fährt dann hier runter. Der muss einmal so runter. Kriegen wir hin. Dann kriegst du schon mal Weiterfahrt in die SBL. Sollte sich dann auch mit den Zügen locker ausgehen. Auf einfach. Ja, perfekt. Gut, jetzt mal. Dann sind die beiden eigentlich für mich jetzt erstmal erledigt. Außer hier kommt noch was rein. Zwei Minuten noch. So, da ist jetzt frei. Also, auf die 1. Dann dürfen wir Wenden nicht vergessen. Schöne Musik. Ich bin jetzt mal so auf Relaxing gegangen bei Epidemic Music. Hol ich mal die Musik hier. Okay, wenn du angehalten hast. Und dann einmal der Pfad auf die 2. Das schaut doch gut aus. Ja, ich weiß, geht nicht anders. Und dann geht's auf Gleis 3 weiter, Taunton 5, da wo auch er hinfährt. Also für 40 sah das aber schon sehr langsam aus. Okay, Central 3. Und James Park 1. Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. 19 Minuten? Nein! Oh no! Ach, so eine F8. Oh, scheiße, ich hätte echt auf die Uhrzeit schauen müssen. Oh, der blockiert mir jetzt hier dann alles, wenn hier was reinkommt. Oh, puh. So eins. Zum James Park um 8:17. Ja, nee, da habe ich Gridlock. Okay. Ich habe es gerade schon verkackt, indem ich den Fahrplan nicht richtig gelesen habe. Boah, das ist fies. Okay, Leute, ich würde sagen, ich spiele noch mal bis genau zu diesem Punkt, wo er hier rangieren tut. Und dann sehen wir uns gleich noch mal und machen es dann richtig. Also, kleiner Cut für euch. So, da bin ich jetzt wieder. Wir machen mal die Musik wieder an.
Nächste Saison. Ja, also. 20 Sekunden fährt er hier ab. Und diesmal fährt er nicht mehr raus. Fies, fies, fies. Aber sehr cool. So, du kannst dann wenden. Da oben. Muss ich jetzt einfach nur manuell die Zeiten halt im Auge behalten. Ja, jetzt wird er natürlich die ganze Zeit sich da so beschweren. Ja, nee, ist nicht. 8:30. Dauert noch. So, du, wenn du ankommst, auch wenden. Ja dann, vorspulen. Kriegst du den Weg nach da unten. St. James Park 1, Freifahrt. So, wer kommt jetzt da? Exeter St. David's 5. Und fährt dann nach Taunton. Gleis 4. Ich glaube, ich gebe dir das einmal durch hier. Sorry, einmal kurz räuspern müssen. Noch irgendeiner? Nö. Vorspulen. Da kommt er. Okay. Du fährst auf Central 2. Und dann auf die 3. 8, 20, 23. Der fährt Exeter New Yard. Ach, das ist da oben. Bring mal hin. So, auf Gleis 2 ist noch ein anderer Zug. Zweiter, der hier erst durchfahren muss und dann fährt er hier wieder weiter. Kommt was aus dem Yard raus. Exeter St. David's 1. Mal schnell die Weichen schmeißen. So, bitteschön. Central 3 und James Park. Da kannst du mal gucken. Sieht okay aus von den Zeiten her. Um 28 fährt der bei Central 3 ab. Sprich, dann fährt der erst ab und dann kann er runter. So ungefähr. Dann nehme ich dir schon mal vorprogrammieren für das hier. Und du dann wieder hier hin. So, da kommt der zweite. Central 2 und dann die 3 hier oben. Daily Sperrin 1. Der fährt dann hier so raus. Okay. Perfekt. Ausfahrt wieder für den da oben. Mit dir los. So, du Kollege. Ah ja, du fährst ins Jahr drauf um 25. Und fährst du hier ab um 27. Und jetzt gerade wieder löschen.
Hört er hier zuerst? Central ist drin. Sonst, ja, nee, passt. Ja, Minute 38, 3 Minuten 36. Perfekt. Ja, ob so das ausgeht, dass er hier runterfährt und ihn aber nicht blockiert. Ach nö, noch mehr. Du musst auf Gleis 4. Können wir machen. Fahrt dann nach Newton Abbott. Hier hinten. Da mal den nächsten. Delle Schwerin 2. Und dann Gleis 1 und fährt dann nach Central runter. Mal eigentlich schon den hier machen. Nee, dann fährt der erstmal so. Und mal hier das Rangieren machen. Du, Kollege, du fährst dann nach Delle Schwerin. Also dann einmal wenden, wenn du ankommst. Perfekt. So, mein Junge. Bab. So, einmal so, einmal so. Jetzt kannst du da reinfahren. Damit du da nichts blockierst. Und bei Exeter St. Davids, wer fährt hier als erstes ab? Ja, vermutlich er. Du hast deine Abfahrt um 32 hier. Du, Kollege, um 35. Ja, geil. Das heißt, ich kann dann erstmal den hier machen. Und dann wird's, ja, ob sich das ausgeht, was da eine Zugüberholung ist. Cool wär's. Du fährst dann auf die 3. Das heißt, das gebe ich dir schon mal weiter und programmiert. Und Zug. Der möchte auf 1. Moment mal, auf die 1 will doch auch er hier. Wer kommt zuerst auf die 1? Ist Nummer 1 noch gar nicht da? 2R81. Doch, das ist er hier. Der kommt zuerst auf die 1. Ja, okay. Und du fährst dann nach Central 3. Okay. Gebe ich dir das schon mal. Und da hinten geht es nach Newton Abbott 2. Moment. IC01. Da gibt's eine Zugüberholung. In der IC0. Na, Moment.
mit dem Apple 2. Ja doch, hier ist eine Überholung. So, programmieren für so und so. Gut, das können wir gerade weitermachen. Ah, das ist schlau, und er da oben bleibt auch entsprechend länger stehen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, warte mal. Achso, na, der fährt ja weiter. Und du fährst nach Taunton 5. Stell ich gerade mal ein. Auf die 5. Und wenn der ganze Spaß vorbei ist, hier einmal auf die 1 runterschicken. Und du fährst dann genau den gleichen Weg. Einmal so. Ja, gut. Dann bin ich fürs Erste arbeitslos. Das Einzige, was ich tun muss, ist bei dir, wenn du losgefahren bist, sagen zu wenden. Oder wäre erledigt. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert. Wohl noch eins der anderen benutzen werden. Nehmen wir mal 6. 5, 4, 3, 2. Einer kommt noch. Ah, oh, das könnte ruhig länger sein. Mit ein paar mehr so Spezialmanöver. Aber so vom Fahrplan her, muss ich sagen, fühlt sich es realistisch an. Also ist schon gut durchdacht. So, Zentrale 3. Ja, da kommt noch ein Zug. Okay, das ist wieder so ein Express. So, auf die 5. Und Taunton 5. Hat einmal durchgestellt. Du fährst auch wieder. Ja, James Park. Okay, alles erledigt. Schneller Vorlauf. Oh, da ist ja noch einer. Exeter St. David's 4. Newton Abbott 2. Ja, okay, das sind jetzt die letzten. Ist doch mal was Schönes für einen Lokführer, mal richtig schöne grüne Welle hier zu haben. Nice. Ja, doch, muss sagen, hat mir gut gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie euch Exeter gefallen hat. Also sowas gern öfter und mit längeren Fahrplan und Manöver. Auf das hätte ich schon Bock. Also absolute Empfehlung von mir. Und ja, eventuell umbauen, erweitern. Ich mag auch das Layout hier. Ich meine, es ist klein, das auf jeden Fall. Aber macht Spaß. Muss nicht immer allzu groß sein, finde ich. So. Jetzt der Zug weg. Wenn wir das Ergebnis sehen. Sehr gut, gute Arbeit, 100%, keine Abzüge,
520 Punkte. Sehr geil. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Episode. Ist ein bisschen kürzer geworden, aber ich dachte, ich zeige euch mal Exeter. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Fahrt und bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.